7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yeah! Yeah, voll geil, dass ihr hier seid. Ich muss ganz kurz vorwegnehmen, meine Buchungsanfrage für den heutigen Tag sah so... Ah, ich habe hier noch ein Rauschen drauf, das mache ich natürlich weg. Sah so aus, dass ich gefragt wurde, ey Andi, kommst du zum Slamville und machst ein Live-Hörspiel? Und da habe ich gesagt, ja. Und das wird es gleich auch geben, es gibt zwei verschiedene sogar. Ich glaube, das haben die gemacht, weil ich, als ich das letzte Mal auf dem Slamville aufgetreten bin, das war vor 3 Jahren, da habe ich einfach nur Techno gemacht und dazu rumgeschrien. Und ich glaube, sie wollten dem vorbeugen. Also ich selber fand es ganz gut eigentlich. Ich hatte eigentlich vor, Techno zu machen und rumzuschreien. Ich sehr viel guten Techno dabei, aber ich bin für Live-Hörspiel gebucht und das ist auch in Ordnung. Für mich eigentlich ganz besonders gut. Ich nehme mal ganz kurz mein eigenes Mikro, weil ich finde, dass ich damit natürlicher klinge. Weil, ja, es ist meins. Es ist quasi im Prinzip mir angewachsen. Es ist so, dass ich tatsächlich gerade an einer Serie arbeite, an einer Hörspielserie, die ich im Prinzip irgendwann mal zu Dingsy hochladen will. Dieses, wo man so Hörspiele hören kann. Vielleicht irgendwas im Internet. Vielleicht einfach bei YouTube. Ist es ja auch egal. Irgendwo wird es irgendwann mal online sein. Arbeite generell so, dass ich meistens Dinge mache, mit denen man kein Geld verdienen kann, außer halt live, aber das ist mir eigentlich völlig egal, denn Geld wird völlig überbewertet. Was nicht überbewertet sind so Jugendhörspiele. Und diese Serie, die ich gemacht habe, ich muss dazu vorweg kurz sagen, ich bin maximaler Fan von Jugendhörspielen, wie zum Beispiel 3 Fragezeichen, 5 Freunde, die fucking Funkfüchse, eine Bande von Jungens aus den 60ern, 70er Jahren, die komplett ihre ganzen Fälle lösen, weil sie Funkgeräte haben. Wie geil ist das? Das kann man sich heute gar nicht mal denken, weil jeder ein Handy hat. Aber damals Funkgeräte, Alter, und die lösen jeden fucking Fall. Das finde ich genial. Wen ich nicht mag, sind, also ich mag gerne noch eine relativ neue Serie, Point Widmark heißt die. So ein bisschen so John Grisham, richtig böse, aber trotzdem so ein Jugendhörspiel-Banden-Scheiß. Richtig geil. Hier TKKG finde ich Bullshit, weil sie A... Ja, tut mir leid, sind halt mega sexistisch, rassistisch, homophob und es ist einfach Bullshit. Und die neuen Folgen, wo sie das so ein bisschen rausgemerzt haben, da ist das Storytelling richtig dumm. So dumm, dass ich denke, wollt ihr mich verarschen? Es gibt eine Folge, da gibt es ein Atomkraftwerk in einem Ort namens Fallout, also einfach Fallout auf Deutsch geschrieben und dort wachsen fleischfressende Pflanzen und ein Professor will die, nee, nicht mal ein Professor, eigentlich ein dahergelaufener Botaniker, der hat nicht mal Botanik studiert, er mag einfach Blumen. Ein Typ, der Blumen mag, will diese Blumen mit Kindern füttern und am Ende fällt er selber in so eine Blume rein, Ende der Geschichte. Das ist TKKG, mega dumm, mega schlecht geschrieben und vielen Dank. Weil ich wirklich ungefähr jede Jugendhörspielbande kenne und schätze, außer TKKG, habe ich gedacht, ich will das selber machen. Ich will selber so eine Reihe schreiben und ich habe ein Exposé erst geschrieben. Ich lese kurz das Exposé vor. Und zwar, es ist so, als großer Fan von Jugenddetektivhörspielen wie den 3 Fragezeichen, bla 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 bla, ist es mir ein wichtiges Anliegen, das in die Jahre gekommene Genre neu zu beleben. Allerdings stößt man 2019 auf das Problem, dass kaum noch ein Jugendlicher Teil einer Bande junger Detektive sein möchte. Heutzutage, da jeder Mensch das Wissen der gesamten Menschheit in seiner Hosentasche mit sich herumträgt, erscheint es wenig reizvoll, spannende Abenteuer zu erleben, knifflige Fälle zu lösen und zu recherchieren. Weil man hat ja Handy. Entsprechend leer waren die Castings, mit denen ich nach jungen Menschen gesucht habe. Insgesamt kamen genau 2 Jungs. Eigentlich war geplant, eine Serie mit einer Bande von 4 jungen Menschen und einem Tier umzusetzen. Aus Personalmangel musste jetzt lediglich mit 2 Jungs stattfinden, nämlich Willibald Levin und Maximilian. Beide besuchen die 9. Klasse des Konrad-Schlaun-Gymnasiums in Münster-Innenstadt und sind akut versetzungsgefährdet. Immerhin, Maximilian hat Kopfläuse, sodass zumindest eine ganze Menge Tiere mit von der Partie sind. Genießen Sie also heute die pfiffigen Münsterknaben Fall 1, die pfiffigen Münsterknaben und das magische Portal. Und es geht nichts ohne Titelmelodie. Ich muss dazu sagen, ich bin First-Hit-Fetischist. Also wenn ich das einmal gemacht habe, ist es einfach fertig. Ich arbeite nicht mehr das aus.
Wie gesagt, ich mache nichts, um damit Geld zu verdienen, sondern einfach nur, weil ich es gerade irgendwie, weil es mir gerade Bock macht. Ich muss hier wahrscheinlich mich nicht so hinknien, denn ich sitze dann vor dem Monitor. Ich muss hier mal auf All Stop. Ich habe das hier vorbereitet. Da ist die Münsterknaben-Melodie. Ich zeige euch erstmal den Groove. Also ich habe alles mit dem Mund gemacht. Und dann ist es so ein bisschen so. Aber das Groove noch nicht hart genug, deswegen ist dieser Part. Stellt euch diese Melodie als Kind vor, ihr hättet sie jeden Abend zum Einschlafen gehört, ihr würdet jetzt dahin schmelzen. Oh nein, die geilen alten Münsterknaben folgen, ich erinnere mich noch voll, wie blöd. Und dann könntet ihr alle das Lied mitsingen, was jetzt kommt, aber das, ihr könnt es ja noch nicht mitsingen, weil ihr es noch nie gehört habt. Und ja, das ist quasi die, das Lied dazu. Ich muss dazu sagen, also wie gesagt, First Hit Fetischist, ich habe diesen Song aufgenommen, einmal an einem Stück und dann war es fertig. Und während ich das Lied gesungen habe, fiel mir nicht mehr ein, wie der Levin, also der heißt Willibald Levin, aber ich wusste nicht mehr, wie er genau heißt. Ich singe nur Levin, wie heißt er noch? Willibald Levin. Ja, das nur liegt einfach daran, dass ich, ja, ich spiele euch jetzt das schöne Lied vor und dann geht es gleich zur Folge über. Hey, hier kommen die pfiffigen Knaben, die pfiffigen Münsterknaben. Wir sind Knabel und wir sind pfiffig, wir sind die pfiffigen Münsterknaben, Maximilian und Levin. Wo ich nicht weiß, hier Willibald Levin. Yeah, die pfiffigen Münsterknaben. Wir lösen pfiffige Abenteuer in Münster auf Fahrrädern. Münsterknaben, Münsterknaben, oh, oh, die Münsterknaben. Wir sind pfiffig und knock und super und einer von uns hat Läuse. Vielen Dank. Ja, also, und ich bin tatsächlich, nehme das immer gerade auf Tour mit und hier sind eh super viele Poetinnen und Poeten, die ich geil finde. Und für mich sind diese ganzen Shows, ich habe das gestern auf dem Herzberg-Festival gespielt, da hatte ich zwei andere Leute dabei, für mich ist es eine Art Casting auch, wen ich dann am Ende als Stammbesetzung nehme. Und heute habe ich zu Gast, ich weiß nicht genau, wer von euch wer sein will, ihr müsst euch das kurz ausmachen. Wer von euch ist Willibald Levin? Finger hoch? Okay. In der Rolle des Willibald Levin, Julius Fischer. Und als Maximilian, applaudiert ihn hart auf die Bühne, Quichotte. Hi. Hallöchen. Eine Sache vorweg, Sie haben den Text vorher nie gesehen. Ich gebe Ihnen den jetzt gerade quasi. Krieg ich überhaupt einen oder muss ja, ich? Ja, ja, du kriegst einen. Da, bitteschön. So, ich bin der Erzähler und ich spreche später noch einen anderen Typen. Aber erstmal bin ich der Erzähler. Und bei den Erzählern ist mir aufgefallen, bei den drei Fragen, also eigentlich immer ist es so eine markige Stimme. Und deswegen nehme ich dafür die 90er Jahre Techno-Stimme, also quasi die Stimme, die in den 90ern alles geredet hat. Die geht so. Hallo, ich bin's, Hyper, Hyper. Ich hab mit dieser, warte mal, ganz kurz vorweg, ich habe mit dieser Stimme ein Mini-Hörspiel gemacht. Das geht so, das heißt, das in den Brunnen gefallene Kind, das, Mama! Hilfe! Ich bin in den Brunnen gefallen! Kannst du mir die PlayStation runterwerfen? Ja, das ist, vielen Dank. So, jetzt kommen wir zum Hörspiel. Ich habe ein bisschen Atmosphäre natürlich. Wir sind, glaube ich. Das sind Naturgeräusche. So. Man hört sie nicht so schlecht, nicht so gut, weil. Also ein bisschen. Wer von uns hat die Läuse? Das findet ihr gleich raus. Okay.
Es war ein sonniger Tag in Münster. Die Bienen summten. Nein, es gab ja gar keine Bienen mehr. Radfahrer radelten in ihren knappen Shorts und Willibald Levin saß im Geheimversteck der zwei pfiffigen Münsterknaben in einer Höhle unter einem üppig gewachsenen Rhododendronbusch. Am Spielplatz zwischen zwei Straßen, die ihr sowieso nicht kennt, weil ihr nicht in Münster wohnt. Er tüftelte am Computer der pfiffigen Münsterknaben herum, sprich, er bestreute den Bildschirm mit einem ominösen schwarzen Pulver, als sich plötzlich die Zweige öffneten und Maximilian hereinrauschte. Hey, Willibald Levin! Oh Mann, Maximilian, erschreck mich doch nicht so. Jetzt habe ich hier das ganze verdammte Pulver verstreut und kann nochmal von vorne anfangen. Warum kommst du überhaupt so spät? Ach Mann, Mrs. Bugel hat mich nachsitzen lassen. Was? Obwohl Freitag ist? Ja! Wir haben im Bio Kuhaugen seziert. Und ich war doch so hungrig. Da habe ich dann das Innere ausgeschlürft. Bitch. Maximilian, du bist mir schon einer. Ja, immer hungrig, dick und voll. Sag es. Immer hungrig, dick und voller Läuse. So gut, dass du das bist.